Das Jahr ist noch recht jung und viele Menschen tun sich ja fürs neue Jahr immer wieder neue Vorsätze machen, wie sie halt ihr Leben besser gestalten können, darunter zum Beispiel abnehmen oder eine Ernährungsumstellung. Und meistens ist es halt so, dass die ersten beiden Monate noch die Motivation da ist und es dann nach dem weiteren Verlauf des Jahres das alles sich so ein bisschen verwischt und die Leute doch dann wieder damit aufhören. Und da in diesem Video möchte ich euch mal hier etwas näher bringen, warum die Leute es nicht hinbekommen mit einer Ernährungsumstellung. Ich denke, warum einige Leute es so schwer haben bei einer Ernährungsumstellung, ist ja einfach die Gewohnheit und dann im Zusammenhang der lange Atem, die innere Motivation bzw. auch die innere Zufriedenheit und auch eine gewisse Disziplin und Ausdauer, die fehlt uns einfach, weil wir halt auch zum Beispiel von Kindesbeinen an auch so indoktriniert worden sind. Sieht man auch zum Teil in der Gesellschaft, dass halt viele Sachen sofort haben wollen, dass es sofort klappen muss und dass halt immer mehr Leute eine geringere Ausdauer haben, eine geringere Aufmerksamkeitsspanne. Also bei mir ist es zum Beispiel auch manchmal gefühlt so, dass manche Leute nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 1 Minute haben. Sehe ich ja zum Beispiel unter meinen Videos. Oder dass halt einfach 10 oder 15 Minuten einfach zu lang ist. Wenn halt das Interesse fehlt, wenn halt die Aufmerksamkeitsspanne da einfach fehlt, dann ist es halt, dann bleiben halt die Leute nicht dran. Sie sind, haben halt einfach kein Interesse und sind halt auch nicht dementsprechend motiviert. Und viele lassen sich ja natürlich auch vom Umfeld treiben. Warum tun jetzt viele Leute, wollen abnehmen, warum wollen sie Muskeln aufbauen? Also es sind das intrinsische Gründe, dass man sich zum Beispiel besser fühlen möchte, dass man den Alltag besser mit bewältigen kann, wenn man halt mal mehr Muskeln hat, dass man jetzt zum Beispiel beim Treppenhoflaufen nicht aus der Puste ist, weil man zum Beispiel für sich selber was Gutes tun möchte und jetzt nicht unbedingt irgendeinen Trend folgen möchte, nicht den Nachbarn eindrücken möchte und sonst irgendwelche Statusdinger machen, dass man sich einfach über den anderen stellen kann. Sondern dass man sich die Motivation, die innere Zufriedenheit von sich selber holt, dass man zum Beispiel etwas geschafft hat, dass man seine Ziele verfolgen kann. Also das sind auch so wesentliche Punkte, die da auch mit einfließen. Und natürlich auch diese Zieldefinition, die viele Unsauberheit machen. Als Beispiel, das kann man sich auch bildlich vorstellen, das sollte man sowieso machen, wenn man zum Beispiel ein Ziel formuliert, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die meisten sagen ja, sie möchten abnehmen. Wenn man sich jetzt bildlich vorstellt, okay, ihr Ziel ist es einfach abzunehmen. So, das wird einfach bedeuten, ich nehme so lange ab, ich nehme ab, ich nehme ab, ich nehme ab, ich nehme ab, weil ich ja keinen Punkt definiert habe, wohin ich eigentlich abnehmen möchte, sondern einfach nur, ich möchte einfach nur abnehmen oder ich möchte einfach nur Muskeln aufbauen. Ist ziemlich undefiniert, weil dann heißt es einfach, ich will Muskeln aufbauen, ich will Muskeln aufbauen, ich will Muskeln aufbauen, bis es vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr geht, dann muss ich wieder Muskeln abbauen, um wieder neue Muskeln aufzubauen. Das gleiche wie mit dem Abnehmen, dann kann ich irgendwann nicht mehr abnehmen, muss ich wieder zunehmen und dann wieder abzunehmen. Und da sollte man sich einfach ein festes Ziel definieren, dass also man sagt, ich möchte bis 60 Kilo abnehmen oder bis 50 Kilo oder ich möchte Muskeln aufbauen, bis ich keine Ahnung, großen Bizeps habe oder sowas, dass man sich einfach diese Ziele konkret definiert und das natürlich auch hier und jetzt, also im Präsens, dass man hier keine Zukunfts- oder Vergangenheitsform verwendet, sondern einfach das so formuliert, als ob man das jetzt auch schon hätte, dass man das auch ist. Und so sollte man auch herangehen. Das ist eigentlich so eine mentale Einstellung. Wichtig auch bei dem langen Atem oder auch bei der Geduld ist es auch, sich ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass alles nicht von heute auf morgen geht, zum Beispiel beim Abnehmen, beim Muskelaufbau, dass das halt auch eine gewisse Zeit braucht. Dass halt zum Beispiel, wenn ich beim Muskeln aufbauen möchte, dass ich halt einen schönen definierten Körper habe, dass es vielleicht nicht unbedingt reicht, dass ich vielleicht nur 2 Monate ins Fitnessstudio gehe, da, wenn man sich einige Bilder von Leuten anschaut, die machen es vielleicht 5 bis 10 Jahre oder noch länger, haben einen schön definierten Körper und da sollte man jetzt nicht den Maßstab setzen, ja, ich habe ein Bild von Sportler XY gesehen und so möchte ich jetzt auch innerhalb von 2 Monaten aussehen. Das ist dann schon mehr Wunschdenken und Traum und dann lassen sich da viele in diese Täuschung ein und merken dann nach 2 Monaten oder 3 Monaten, dauert doch länger und die Muskeln bauen sich doch noch so, nicht so schnell auf und der Erfolg ist nicht ganz so schnell zu sehen und mein Umfeld merkt da auch nicht so viel. Und dann ja, hören halt die Leute deswegen auf, weil sie ja diese Sichtweise haben, bringt doch eh nichts.
Dieser erste Teil war jetzt noch ein bisschen allgemeiner. Jetzt möchte ich noch mal etwas spezieller gehen, weil ich mich ja auch mit der schleimfreien Heilkost widme, weil ich sie auch selber praktiziere. Natürlich auch unten in der Videobeschreibung meine Kurse zur schleimfreien Heilkost. Kann man sich auch mal gerne anschauen. Bisschen Schleichwerbung muss auch mal sein. Aber jedenfalls ist bei der schleimfreien Heilkost bzw. Umstellung auf die Rohkost, das ist auch sehr schwer für viele, das schaffen auch nicht viele oder da brechen auch sehr viele ab, hat auch hier auf sehr viele verschiedene Gründe. Einerseits, weil halt sehr viele zum Beispiel mit dem Obst anfangen, also viele tun halt am Anfang sehr viel Obst essen, fühlen sich auch am Anfang sehr wohl, weil dann das Obst sowohl Gifte löst als auch dann weiter reinigt, das heißt auch die zum Teil ausscheidet, aber das kann dann auch dann so weit gehen, dass man zu viel Obst isst, dann zu viele Gifte ausgeschieden und dass man auch zu schnell an Gewicht verliert und dann hier in so eine Art, ja, Teufelsspirale auch kommt, weil die Gesellschaft sowas auch nicht gerne sieht, wenn man ganz so dünn ist. Das heißt, man hat auch im sozialen Umfeld Probleme und dann auch mentale vielleicht auch Probleme, weil das Blut mit den Giften im Gehirn ein bisschen zirkuliert, man erschlappt, man ist müde irgendwann. Sieht man zum Beispiel der Ashton Kutcher, der hat das auch ganz schön gemacht, der dann im Krankenhaus gelandet ist, weil er von der konventionellen Kost direkt auf Obst umgestiegen ist und nach 2 Wochen ist er dann im Krankenhaus gelandet. What? Bro, what are you talking about, man? Und da sollte man einfach da berücksichtigen, dass man am Anfang, auch wenn es einem vielleicht nach einem Jahr auch gut geht, dass man da wirklich aufpassen sollte, dass man nicht zu viel Obst isst, weil dann kann auch irgendwann dieser Rückschlag nach mehreren Jahren kommen. Und dann geben dann die Leute die Rohkost die Schuld oder dem Obst die Schuld, dass es nicht so gut ist oder dass es nicht so gesund ist. Wissen aber die Grundlage nicht, dass das halt sehr viele Gifte löst und der Körper halt auch einfach mit überfordert ist. Und dann fangen dann die Leute an, wieder, ja, gekochte Sachen zu essen, weil die halt die Entgiftung stoppen, Fleisch oder sonst irgendwas, und gehen dann wieder in alte Gewohnheiten zurück, weil sie dann merken, die Rohkost klappt ja nicht. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich 2 neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlagen, die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Rohkost bzw. die schleimfreie Heilkost sollte eigentlich so betrachtet werden, dass es ein Lebensweg in dem Zusammenhang ist, weil wir halt, ich kenne jetzt gar keinen, der von der Geburt an nur vegane Rohkost gelebt hat. Selbst da, die Eltern haben auch sehr viele Gifte auch akkumuliert, die werden ja auch an die Kinder mit übertragen und das heißt, der Körper, der ist schon von Geburt auf überlastet. Die manche tun seine Jugendphase das weiter aufbauen. What the hell are you talking about? Und das wird halt innerhalb von einem Jahr oder nach einer Kur nicht alles gereinigt sein. Das ist auch wieder nur Wunschdenken von vielen, noch eine Art Marketing, dass es schnell, schnell geht, dass man gesund ist. Also ich habe bis jetzt noch gar keinen richtig wahren, gesunden Menschen erlebt. Also der 100% rein ist, das kann man sich vielleicht auch gar nicht in unserer jetzigen Zeitpunkt vorstellen, welche Leistung so ein Mensch auch erbringt. Und von daher sollte man einfach sich berücksichtigen, dass halt die Reinigung eine Art Stufen oder eine Art Leiter ist, wo man halt immer zum Beispiel am Anfang viel Grünzeug isst, dann noch die schleimfreie Übergangskost macht mit gebackenen Sachen, dann noch Wildkräuter einbaut und dann geht man dann irgendwann in diese Richtung, dass man zum Beispiel auch Ingwer, Kurkuma, so Zwiebelgewächse weglässt. Irgendwann bekommt einem auch die Wildkräuter nicht mehr. Dann fängt man dann vielleicht nach 10, 15 Jahren nur noch von Obst zu essen. Tut dann auch immer länger und weiter fasten. Vielleicht auch mal irgendwann Wasserfasten und Trockenfasten mit einbaut, dass man vielleicht in 20 Jahren mal die ersten Anfänge macht, nur ja, Trockenfasten auch mal auszuprobieren und solche Sachen halt. Also, das heißt, das ist eine Art Lebensweg, das ist so eine Leiter, die man hoch und runter geht. Und das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man seine Ernährung umstellt, weil man gesünder sein möchte und dann für 6 Wochen die Rohkost macht, weil man sich dann komplett reinigen möchte und dann es dann doch nicht so klappt und dann wieder zurückgeht. Man muss es sich einfach so vorstellen, dass es halt Hoch und Tiefs gibt auf dieser Reise und die Rohkost halt, beziehungsweise die schleimfreie Heilkost, eine sehr lange Reise ist, dass man das halt auch mit in dem Hinterkopf dabei hat. Und da sollte man sich dann auch nicht so viel Stress und Panik machen. Wenn es halt am Anfang recht holprig ist, gehört halt auch mit dazu, weil der Körper sich ja umstellt, neue Gewohnheiten ändert. Und da ist halt auch bei den Problemen bei den vielen, weil Kochkost sehe ich auch als Droge an, genauso Ah! Blasphemie! wie Alkohol oder Zigaretten. Und wenn man dann von 0 auf 100 davon
loswerden möchte, dann ist es halt auch erstens wie ein Entzug für den Körper. Ich kenne wahrscheinlich einige, die vielleicht unter Drogen leiden oder da unter Suchterscheinungen leiden, dass es dann auch ziemlich anstrengend für die Mentalität und für den Körper auch sein kann. Auch in dem Zusammenhang, weil der Körper sich auch an, zum Beispiel, wenn ich sehr viel Grünes jetzt nun esse, obwohl ich davor nicht so viel ballaststoffreich gegessen habe, dass der Körper auch ein Problem mit der Verdauung hat, und das stellt sich natürlich auch alles mit ein. Deswegen sollte man jetzt zum Beispiel seine Verdauung erstmal, also seinen Darm sanieren, beziehungsweise Darmreinigung machen, Darm sanieren mit Sauerkraut und dann langsam mehr Ballaststoffe einbaut, mehr Grünes nach und nach einmal, dass die Verdauung da auch mitkommt, und man auch nicht so den Kopf machen sollte. Aber in dem Zusammenhang mit der Sucht, dass man zum Beispiel sich auch so regelt, dass man auch motiviert ist und nicht so zwanghaft ist, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt am Anfang jeden Tag Fleisch gegessen hat, dass man vielleicht nur am Wochenende Fleisch isst oder auch Käse und Milchprodukte, oder dass man vielleicht nur dreimal in der Woche Fleisch isst, dass man jetzt immer ein bisschen abbricht und immer weniger werden lässt, bis man da auch kein Bedürfnis mehr hat. Da auch bei Käse zum Beispiel, das dockt an die Opiat-Rezeptoren an, deswegen kommen da auch ziemlich viele Leute weg. Das sind ja so Suchtrezeptoren, deswegen ist halt das größere Problem eigentlich von Milchprodukten, zum Beispiel von Käse, auch wegzukommen anstelle von Fleisch. Das schaffen sehr viele, aber bei Milchprodukten ist halt ja manchmal das Problem. Und wie gesagt, einfach das stufenweise machen von 0 auf 100 in die Rohkost, das schaffen langfristig nicht so viele. Da gibt es dann immer wieder mal Phasen, wo dann Heißhungerattacken oder sonst irgendwas kommen und dann wieder alte Gewohnheiten kommen. Deswegen würde ich es immer stufenweise und Schritt für Schritt machen, immer irgendwas weglassen, dass es halt irgendwann im Alltag so reinkommt, dass du es dann gar nicht mehr vermisst, wenn du mal zum Beispiel 2 Wochen lang so unterbewusst dann vergessen hast, dass du eigentlich, ja, eigentlich am Wochenende hättest Fleisch essen können. Was man auch hier machen kann, ist für die Übergangszeit Raw Till 4. Das heißt, was man Rohkost über den ganzen Tag hinweg isst und um 4 Uhr zum Beispiel oder ab 4 Uhr am Abend dann etwas Warmes ist. Da würde ich zum Beispiel gebackenen Kürbis oder gebackene Süßkartoffel empfehlen, wenn man diesen Weg gehen möchte. Und jetzt noch zum Abschluss ein sehr wichtiger Punkt, den sehr viele vergessen. Es hat was mit der Psyche zu tun, weil egal wie gesund du dich auch ernährst oder wie naturnah, wenn die Psyche nicht passt, dann wirst du auch immer krank bleiben, beziehungsweise wirst du nie richtig gesund werden. Und da einfach in dem Zusammenhang, wenn man jetzt zum Beispiel mal es nicht schafft, seine Ziele zu erreichen, wenn man jetzt zum Beispiel mal unter Heißhungerattacken leidet und dann deswegen mal einen Fehler gemacht hat, mal versehentlich Fleisch, Käse oder sonst irgendwas gegessen hat, weil man vielleicht diese Lust verspürt hat, dann sollte man sich auch deswegen nicht runterziehen. Morgen ist auch wieder ein neuer Tag, eine neue Chance, die man nutzen kann. Deswegen sollte man sich jetzt auch nicht hier so schlecht reden und sich ja, so eine Abwärtsspirale zu begeben. Das verursacht sehr viel Stress, auch für den Körper, auch wenn es jetzt nicht real ist und sowas. Aber dass man das auch, ja, sich mal den Kopf abschaltet, die Gedanken einfach mal fließen lässt, in der Neutralität zu sein, sich Konflikte anschaut, Traumata beobachtet und diese auch nach und nach löst, damit man einfach freier ist, nicht zu verkopft ist, wenn mal irgendwas nicht geklappt hat, wenn mal ein Patzer passiert ist, alles kein Problem. Und auch hier in dem Zusammenhang, dass man sich auch Phasen mit einbaut, wo man halt nicht so viel Stress hat oder allgemein sich diesen Stress nicht zu sehr macht, auch in der Arbeit zum Beispiel. Hier kann man auch zum Beispiel Meditationen recht gut empfehlen, um einfach runterzukommen. Tai Chi oder Kampfkunst, alle so Sachen, die man damit einbauen kann. Und für mich auch, wie gesagt, das Wichtigste: Konfliktbewältigung und Traumabewältigung. Kann man sich auch sehr viele Psychologie-Videos anschauen, zum Beispiel von Daniel Carnegie, kann ich auch nur empfehlen, oder Paul Wasslerweck. Der hat zum Beispiel ein super YouTube-Video gemacht oder ein super Buch. Also ich glaube, das ist der Weg zum Unglücklichsein oder sowas. Kann man mal ein bisschen bei YouTube sich anschauen. Auch ein sehr interessantes Buch, was wir eigentlich für Probleme haben, die überhaupt eigentlich gar keine Probleme sind, die einfach nur hier in unserem Kopf die ganze Zeit abspielen. Und wie gesagt, diese Psyche und alles, was dahinter steckt, sollte man sich auch anschauen, um mal gesund zu werden, um auch hier eine entsprechende Motivation zu haben, weil es gibt ja manchmal in dieser Teufelsspirale, wenn man die Leute zu verkopft sind,
kehren sie in ihre Gewohnheiten zurück, weil wenn sie zum Beispiel außerhalb ihres Horizontes oder ihrer Insel kommen oder über den Tellerrand hinausschauen, dann kommen manchmal diese negativen Gedanken oder diese ja, innere Stimme, das innere Kind von den Eltern zum Beispiel, weil sie dir irgendwas Negatives eingeredet haben. Und dann kommt dann wieder auch von der Programmierung, von der Gesellschaft, dann kommen dann solche Sprüche, das schaffst du doch sowieso nicht, das klappt nicht und alles Mögliche. Und dann fangen die Leute an, wieder ihre Ernährungsumstellung, ihre Gewohnheiten über Bord zu werfen, gehen dann wieder in ihren sicheren Kreis und schon ist dann wieder alles ja, wieder beim Alten und man hat, fühlt sich dann trotzdem schlecht, weil man es dann nicht umsetzen konnte. Also von dem her sind wir ein bisschen mit Psychologie auch beschäftigen, das schadet überhaupt nicht. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann gerne natürlich auch eure Erfahrungen, vielleicht auch eure Tipps, Methoden unten in der Videobeschreibung. Wenn nicht unten in die Kommentare bitte schreiben, in die Videobeschreibung habe ich einen Zugriff, sondern einfach unten in die Kommentare schreiben. Freut mich auch gerne darüber zu lesen. Können wir uns auch ein bisschen mehr austauschen, vielleicht auch unter den Zuschauern ein bisschen mehr austauschen, uns gegenseitig helfen. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie von mir und einem Projekt erzählt, dass auch Freunden, Bekannten, Familie dieses Video zeigt oder auch teilt, auch in Social Media Plattformen es weiterverbreitet, ist auch gerne gesehen, ist auch erlaubt. Und sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung: PayPal, Patreon, Bankverbindungen. Eigene Produkte vom Permakulturprojekt, wie zum Beispiel eingekochte Sachen und Fermente, Jungpflanzen und viele weitere Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sind dann, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!